Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Mod-Vorstellungsvideo. Denn es ist jetzt endlich möglich, neue Spezies in das Spiel hinzuzufügen mit Mods. Und dementsprechend sind in den letzten 2 Tagen richtig viele neue rausgekommen, sowohl an Land als auch an Wasser und auch in der Luft. Und ich möchte jetzt auch direkt anfangen, weil das sind super viele. Ich will euch so viele wie möglich zeigen. Hier seht ihr schon einige, die wir gleich freilassen werden. Aber es gibt auch noch viele weitere. Wenn ich euch die alle zeigen würde, das würde zu lange dauern. Die sind halt immer hier so ein bisschen dazwischen. Die fügen sich auch gut ins Spiel ein, ne? Die fallen fast gar nicht auf. Der hier ist auch noch neu. Der ist neu. Das Mammut gibt's auch. Einige davon kennen wir tatsächlich schon, aber die hatten wir halt nur als Replacement. Also, dass sie irgendwas anderes überschrieben haben. Der hier ist noch neu. Es gibt hier auch zum Beispiel eine neue Spino-Art, also eine Unterart, die ein bisschen anders aussieht. Dass das Segel halt viel länger als hier bei dem Standard Jurassic Park Spino. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir lassen mal den Konkavenator frei. Der sieht richtig gut aus. Ich werde übrigens in diesem Video nicht so genau auf jede Spezies, die Neues eingehen, sondern ich will euch möglichst viel zeigen und deswegen müssen wir uns da mal ein bisschen beeilen, sonst wird das Video zu lang. Es ist leider aktuell noch bei den neuen Spezies so, dass teilweise die Animationen nicht richtig funktionieren. Also so sozialisieren oder so funktioniert meistens, aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Concavenator eine Ziege jagt, dann sieht das manchmal ein bisschen buggy aus. So, jetzt könnt ihr das gleich mal sehen, was ich meine. Also das funktioniert dann teilweise nicht so ganz. Ich hoffe, das wird noch irgendwann gefixt. Aber es ist halt trotzdem schon cool, ne, dass man die neu zum Spiel hinzufügen kann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum nächsten, weil es gibt halt echt noch viel zu sehen heute. Das ist jetzt der Chantungosaurus. Den kennen wir auch von The Isle. Der Shanti. Ein riesiger Hadrosauridae. Auch wunderschön. Aber bei dem ist mir aufgefallen, dass die FPS droppen. Also. Der scheint auch noch nicht perfekt optimiert zu sein. Der nächste ist der Platybelodon. Also ein prähistorischer Elefant, würde ich mal sagen, so vom Optischen. Ist auf jeden Fall ein Säugetier. Hier ist es übrigens so, dass die Kamera halt immer noch auf den Sauropoden, für den er eigentlich reinkommt, vom Skelett her ausgerichtet ist. Deswegen, wenn man reinzoomt, ist es ein bisschen zu weit oben. Aber sowas finde ich gar nicht weiter schlimm. Man kann ihn ja trotzdem sich gut angucken. Sieht ein bisschen aus wie ein Elefant mit einem zu platten und breiten Rüssel. Aber sehr interessant. Ich finde es halt auch spannend, dass man halt mit diesen Mods dann auch einfach mal so einen prähistorischen Säugetierpark bauen kann. Mal was ganz anderes. Die Ziege ist hier auch am Start. Da hat sie keine Angst. So, wir machen direkt den nächsten. Das ist der Makrothorax. Das klingt böse. Oh, die Musik. Okay, das klingt nicht nur böse, das sieht auch böse aus. Hat sogar die Indominus Rex Release Animation. Und der ist riesig, oh mein Gott. Ich glaube, der könnte diesen Elefanten da easy wegsnacken. Die tun mir ein bisschen leid. Egal, ab zum nächsten. Das ist der Aoniraptor. Ich muss halt ehrlich sagen, dass ich die meisten Spezies davon noch nie gehört habe.
denen fünf kannte ich jetzt zwei, den Concavenator und den Chantungosaurus. Aber man lernt ja nie aus, ne? Also hier haben wir dann auch noch mal eine weitere Raptorart, die auch interessant aussieht. Auch wieder schöne Skins. Aber es gibt noch viel zu sehen, deswegen gehen wir direkt rüber zu den Wassersauriern. Da gibt es nämlich auch einiges. Das sind teilweise dann auch noch keine prähistorischen Tiere, sondern auch aktuelle Tiere. Was ich aber auch nicht schlimm finde, finde ich eigentlich ganz cool. Können wir auch mal reingehen. Also hier ist auch so viel dazugekommen. Zum Beispiel auch noch der Zebra Shark, den habe ich jetzt nicht ausgewählt, dass wir ihn freilassen. Der Pistosaurus ist neu. Hier dann eine Schildkröte, viele Haiarten sind hier auch. Der hier ist auch noch sehr interessant, der ist super klein. Und das hier natürlich auch, also ein bisschen aus wie ein Alien. Aber wir fangen einfach mal an, die freizulassen. Der Mahi Mahi lassen wir jetzt erstmal frei. Oder den Mahi Mahi. Oha, die FPS sind gerade nochmal runtergedroppt. Was ist da los? Ich hoffe, das laggt jetzt nicht zu sehr in den, im Video. Also scheint da teilweise echt noch FPS-Probleme zu geben. Aber so sieht der erstmal echt cool aus. Das dürfte ja auch ein aktueller Fisch, glaube ich, noch sein. Den habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Falls ich da falsch liege, korrigiert mich gerne. Aber auch die Schwimmanimation, das sieht richtig gut aus, ne? Ist eigentlich schon nahezu perfekt. Das Einzige, was halt stört, sind die FPS. Gehen wir direkt zum nächsten. Das ist eine Haiart, nämlich der Hedicoprion. Der sieht auch so krass aus. Das sind halt, glaube ich, teilweise echt Mods, die wir schon mal gesehen hatten. Die halt jetzt einfach als neue Spezies kommen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir den auch schon mal uns angeguckt hatten. Als Replacement-Mod. Aber sieht, auch das sieht richtig gut aus, ne? Auch wie sich das Wasser da oben so spiegelt, das Licht. Und dann diese natürlich Säge im Mund. Super interessant. Die Schwimmbewegungen sehen auch super aus. Das sind echt tolle Models. Ich habe das Gefühl, das sind immer nur bestimmte, die Lags verursachen, also dass die FPS runtergehen. Also da scheint irgendwas nicht richtig gemacht worden zu sein. Vielleicht wird das auch noch gepatcht oder korrigiert. Das Ganze ist halt noch ganz aktuell. Das wird sicherlich noch verbessert werden. Das ist der Anomalocaris. Sieht auch super interessant aus. Der hat auch hier unten so einen ganz interessanten Mund. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Lebewesen ist. Sieht aber auf jeden Fall wie ein Lebewesen aus, was in der Urzeit gelebt hat und nicht jetzt. Ist ja ziemlich gruselig, wenn das auf einmal so am Bein entlang schwimmt, so bei einem. Und der nächste Kandidat ist eine Schildkröte. Die kennen wir auch schon. Die mag ich auch super gerne. Die ist echt schön. Habe ich auch ein bisschen vermisst, die Mod. Das ist halt lange her, dass man solche Mods verwenden konnte. Mega schön. Und dann haben wir als nächstes noch einen weiteren Hai. Den dürften wir auch schon kennen. Der Hammerhead Hai. Große Hammerhead Shark. Die gab es früher auch schon, die Mod, da bin ich mir sicher. Das ist ja auch so eine krasse Kreatur. Einfach die Augen so ganz außen. Sehen alle wunderschön aus und funktionieren auch gut von den Schwimmbewegungen und sowas. Finde ich echt toll. Und es gibt halt auch noch weitere, aber die werde ich jetzt nicht alle freilassen. Es gibt auch noch den weißen Hai und. Aber wir haben natürlich noch eine weitere Station, die wollen wir jetzt nämlich direkt ansteuern. Und das sind Flugsaurier. Da gab es jetzt aktuell erstmal nur drei neue. Die habe ich jetzt hier schon ausgewählt, deswegen... Ich kann trotzdem euch das mal hier zeigen kurz. Also der ist neu und der ist neu.
Die anderen sind, glaube ich, alle aus dem Main Game. Ja, kommt hin. Aber wir lassen die natürlich auch mal frei. Das ist der Ramphor Nynquis. Interessanter Name. Den kennen wir aber auch schon. Den gab es früher auch schon als Mod. Ich erinnere mich. Sieht auch interessant aus. Und dann haben wir den Nyctosaurus. Oh, den gibt es, glaube ich, in Prehistoric Planet, oder? Mit diesem coolen Geweihkopf. Ja, Geweih ist es nicht, aber so ein bisschen von der Form erinnert mich das daran. Auch richtig schön. Und einen dritten haben wir auch noch. Der Tupandactylus. Klingt auch interessant. Wunderschön. Mit diesem riesengroßen Zylinder auf dem Kopf. Sieht auch interessant aus. Bin mir aber auch ziemlich sicher, dass in den nächsten Tagen und Wochen so viele neue Spezies noch kommen werden. Also da wird es, glaube ich, dann noch einige Videos geben von den besten. Müssen wir dann mal schauen. Das sollte jetzt halt, wie gesagt, einfach nur eine kurze Zusammenfassung sein. Ich konnte euch jetzt halt auch nicht alle zeigen. Es gibt nämlich auch noch einen weiteren Punkt, außer dieser ganzen Spezies. Denn es gibt auch noch ein paar neue Mods, womit neue Deko-Elemente hinzugefügt werden. Unter anderem hier diese Flaggen teilweise. Also die gab es halt schon, aber die konnte man so einzeln nicht platzieren. Die waren halt schon so vorgefertigt an Gebäuden dran. Aber das ist nicht das Highlight, es kommt da noch viel mehr dazu. Nämlich hier. Hier fangen ganz viele Deko-Objekte an, die man einzeln platzieren kann. Man kann dann natürlich auch in Kombination mit anderen Mods das Ganze dann auch ändern, wie man möchte. Da kann man dann seine eigenen Skelette und sowas bauen. Das ist schon echt cool. Überfliegen wir jetzt auch einfach mal nur. Weil das sind auch super viele. Hier diese grauen Felsen, ganz kleine Steinchen. Dann haben wir hier so ein Dixie-Klo. Getränkeautomaten, einzelne Schirme, einen zugeklappten Schirm haben wir auch, Tische, Sonnenliegen, solche Restaurantschilder, steht da was drauf? Ja, steht sowas drauf? Oh, das sind so viele neue Sachen. Mülleimer haben wir auch, Blumentöpfe, oder was ist das? Sind das Blumentöpfe? Ja, das sind Blumentöpfe. Ihr seht das ja, ne? Also ich werde jetzt hier auch nicht alles platzieren. Aber wir gehen es einfach einmal grob durch. Oh, sogar diese Bernsteindinger gibt es hier einzeln. Ein paar Autoreifen. Das ist ein Benzinkanister. Fässer. Solche Pillar, die sind ja auch sehr cool. Das sind wir nochmal so. Und das hier finde ich auch mega gut. Das ist nämlich so Schutt. Das heißt, wenn man dann mal so einen verlassenen Park baut, kann man dann mit diesem Schutt die Wege auch wirklich kaputt aussehen lassen. So, dann kann man den Rand einfach damit überdecken und dann sieht das auch wirklich zerstört aus. Finde ich mega, die Idee. Und dann gibt es ja auch noch so einzelne Kisten. Wasserkästen, Mülleimer, andere Kisten, Paletten. Eigentlich alles, was man braucht. Also es sind wirklich viele Deko-Objekte, die jetzt schon wieder dazugekommen sind. Und ich bin mir, wie gesagt, auch momentan ziemlich sicher, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch so viele Mods kommen werden. Ich freue mich da richtig drauf. Die sind auch neu. Da stand sonst immer was unter in den Standarddingern. Also das hier ist das Standardding. Hier wurde dann einfach der Inhalt entfernt. Kann man dann sicherlich auch gut verwenden. Ah, müsst ihr euch dann auch mal durchklicken selber am besten. Ich kann euch das jetzt, wie gesagt, nicht ganz alles zeigen. Aber ich denke, man hat hier schon einen guten Überblick gesehen. Ich werde euch dann auch einfach hier diese Seite verlinken, wo man die ganzen Mods dann sieht. Weil alle Mods einzeln zu verlinken in der Videobeschreibung wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Aber ihr seht schon, da wird fleißig dran gearbeitet hier. Der Concavenator hat schon ein neues Update. Also da werden dann auch die Fehler der Mods direkt verbessert. Wir gehen jetzt einfach mal darauf, was neu diese Woche ist. Da seht ihr, 44 Mods sind rausgekommen. Das sind wirklich mega viele. Klickt euch da gerne mal durch. Da sind super interessante bei.
Ich bedanke mich jetzt aber vielmals bei euch fürs Zuschauen und würde mich auch über ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.